Setze dich mit gestreckten Beinen auf deine Matte. Fersen drücken in den Boden, Zehen zeigen zu dir. Dandasana. Handflächen und Unterkörper drücken kräftig in den Boden. Deine Wirbelsäule ist gestreckt. Winkel die Beine an, lege die linke Fußsohle vor dein Schambein. Lege den rechten Fuß in deinen linken Ellbogen und falte die Hände ineinander. Schließe die Augen und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Becken. Drehe deinen Oberkörper mit der Ausatmung nach rechts. Ein zur Mitte, aus nach rechts, ein zurück und noch einmal. Bleibe in der Mitte und atme tief. Löse mit der Ausatmung die Stellung. Lege deine rechte Ferse vor dein Schambein, linken Fuß in den rechten Ellbogen. Falte die Hände ineinander und genieße die Dehnung. Ausatmen, drehe dich nach links. Ein zur Mitte. Aus nach links. Ein zurück und noch einmal. Bleibe in der Mitte, atme tief in dein Becken ein und wieder aus. Löse die Stellung, strecke dein linkes Bein aus. Lege die rechte Fußsohle an die Innenseite deines Oberschenkels. Ein, hebe die Arme. Aus, tauche nach vorne in Janu Shirasana. Kreuze deine Arme und umfasse mit den Händen seitlich den linken Fuß. Ein, strecke dich. Aus, falte dich nach vorne. Schließe deine Augen und versuche in der Stellung zu entspannen. Strecke dich mit der nächsten Einatmung, mache dich ganz lang. Ausatmen, Namaste. Rechtes Bein streckt sich, linker Fuß geht an die Innenseite deines rechten Oberschenkels. Ein, strecke dich. Aus, komme in Janu Shirasana. Dein Bauchnabel zieht leicht nach innen. Dein Brustkorb senkt sich nach vorne und unten. Augen sind geschlossen. Nacken, Kiefer und Stirn ganz entspannt. Strecke dich mit der nächsten Einatmung, mache dich noch einmal ganz lang. Ausatmen, Namaste. Ziehe nun beide Füße zu dir heran, lege deine Fußsohlen aneinander, umschließe sie mit deinen Händen und richte deine Wirbelsäule auf. Der gebundene Winkel. Baddha Konasana. Atme tief in deine Hüfte ein und lasse deine Knie mit jeder Ausatmung ein Stückchen mehr zum Boden sinken. Senke mit der nächsten Ausatmung deinen Oberkörper nach vorne und genieße den sanften Druck deiner Ellbogen an deinen Kniekehlen, der dir hilft, das Becken ganz sachte noch weiter zu öffnen.
Einatmen, löse die Stellung und komme zurück in Dandasana. Schließe die Augen, atme tief und genieße die Weite im Becken.